Ryanair muss derzeit Streiks in vielen europäischen Ländern verkraften, da Gewerkschaften der Piloten und der Flugbegleiter für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Ab Dienstag fallen beim Billigflieger über 600 Flüge in Belgien, Spanien und Portugal aus. Grund ist ein Streik des Kabinenpersonals für mehr Lohn und mehr Urlaub. Bereits im ersten Geschäftsquartal 2018/2019 drückten Streiks die Bilanz. Dazu kamen höhere Kosten für Piloten, Crew und Treibstoff sowie niedrigere Ticketpreise. Der Gewinn fiel von April bis Juni um ein Fünftel auf 319 Millionen Euro, wie Europas größter Billigflieger in Dublin mitteilte.